Hallo und herzlich willkommen zu einem Video über ein Thema, das mich besonders bewegt. Und das ist die menschliche Person. Person oder Persönlichkeit sind für uns alltägliche Begriffe. Was sich aber dahinter verbirgt, ist kaum einem bekannt. Person ist nicht einfach nur das Individuum, also der Einzelne. Und es ist auch im philosophischen Sinne nicht einfach bloß das Subjekt, also das interagierende Einzelne, sondern im Begriff der Person, da birgt sich auch die Freiheit des Menschen. Also jener Teil, der zur Liebe fähig macht, der Gut und Böse unterscheiden kann, der letztlich dafür sorgt, dass Menschen auch Verantwortung übernehmen können und verantwortlich gemacht werden können. Und das hat Folgen. Der Mensch als Person ist eben mit Würde ausgestattet. Und diese Würde besagt, dass er mehr ist als die Summe seiner Teilchen, dass er irgendwo im Göttlichen verankert ist und damit jedem Zugriff von Fremden entzogen ist. Und genau diese Würde, diese Personenwürde und die Freiheit des Menschen, die haben dazu geführt, dass wir so etwas wie Menschenrechte entwickelt haben. Dass wir der Meinung sind, dass jemand ganz unabhängig von Herkunft, Hautfarbe, auch von politischer Gesinnung, grundsätzlich von Religion oder Weltanschauung, als Mensch für andere erst einmal unantastbar ist. Und dass wir nicht einfach vom Staat irgendwelche Verordnungen machen können, die diese grundsätzlichen Menschenrechte, das Recht auf Leben, das Recht auf Unversehrtheit, das Recht auf Freiheit aushebeln können. Genau hier gibt es auch noch einen weiteren Anhaltspunkt, nämlich die Person des Menschen, die führt dazu, dass man ihn auch nicht versklaven kann. Weder indem man ihm die Freiheit nimmt, einzukaufen, was er will, durch digitale Möglichkeiten ist das ja zurzeit sehr stark im Gerede, dass man ihn geotrackt, überwacht, mit wem er wann, wo, wie Kontakt hat und eben auch seine gesamten Handlungen, sein Gesundheitsvorsorgevermögen und alles extern plant und für ihn entscheidet. Person bedeutet, dass man alle diese Dinge selbst entscheiden kann. Wann und wo ich eine Maske trage, wo ich mich schütze, wo ich mich nicht schütze, welche Risiken ich eingehe und natürlich auch, bei wem ich irgendetwas einkaufe und wo nicht. Und zu guter Letzt ein wichtiger Aspekt für den gesellschaftlichen Rahmen, der auch aus diesem Personenbild entspricht, ist die Rechtsstaatlichkeit, Transparenz und Gleichheit vor dem Gesetz. Wo das nicht stattfindet, wird die Person und die Menschenwürde missachtet. Das sind so mal so die Kernansätze meines Menschenbild, meines Gesellschaftsverständnisses. Und das wollte ich kurz hier einmal zusammenfassen.